ihr Lieben, ich möchte mich mal wieder bei euch melden, wie ihr sehen könnt. Ganz weihnachtlich gestylt heute wieder, klar. Es ist nun mal Weihnachtszeit und eine Weihnachtsshow jagt die andere. Tja, was kann ich euch berichten? Wir sind natürlich heute wieder mal zu einem Weihnachtsprogramm, zu einem Weihnachtsdinnerprogramm, um es ganz genau zu sagen. Und auf dem Weg hierher sind wir am Friedhof vorbeigefahren und das fand ich dann doch etwas erstaunlich. Ich habe noch nie so viele Menschen auf und um den Friedhof herum gesehen. Ich war mir jetzt nicht sicher, wollen die jetzt ihre Verflossenen besuchen oder wird ein neuer Mediamarkt oder Saturn eröffnet und die haben irgendwelche Angebote, keine Ahnung. Es stellte sich dann raus, der Totensonntag liegt vor uns oder in dem Moment, wo ihr das Video seht, vielleicht ja auch schon nach euch. Tja, und das hat mich dann doch ein bisschen zum Denken angeregt. Es ist doch schon erstaunlich, dass erst dann die Menschen mal wieder an ihre Verflossenen denken, wenn irgendein Tag im Kalender das Ganze vorschreibt. Und dann auf einmal rennen sie sich die Füße platt und alle stehen auf dem Friedhof und meinen, sie tun irgendetwas Gutes. Ich finde es ein klein wenig blöd, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und da kommen wir auch schon wieder auf Weihnachten. Weihnachten ist ja bekanntlich auch das Fest der Liebe. Tja, und da kann ich nur sagen, ihr Lieben, denkt nicht nur am 24. beziehungsweise an die Feiertage, an die Liebe mit euren Nächsten, mit euren Verwandten, Bekannten, sondern tut das auch öfters. Und von Liebe komme ich schon wieder von einem Thema aufs andere. 1.12. Sagt euch das was? 1.12.? Ich denke schon, den meisten dürfte es etwas sagen. 1. Dezember ist bekanntlich der Welt-AIDS-Tag. Und leider ist es so, dass man das Ganze dann doch immer wieder vergisst. Man sieht zwar immer wieder Plakate, gerade um die November-Dezember-Zeit, aber man schaut schon ehrlich gesagt gar nicht mehr hin, weil man denkt, naja, es gibt ja Tabletten, es gibt ja Pulverchen, es gibt keine Ahnung was. Aber eins muss ich euch sagen, das Problem ist nach wie vor da. Und viele sagen, ja, das ist das sogenannte Schwulenkrebs, das geht uns nichts an. Haha, weit gefehlt. Die meisten AIDS-Patienten sind heterosexueller Natur. Das heißt, verheiratete Männer und Frauen. Tja, das ist eine Tatsache. Und deswegen möchte ich euch sagen, vergesst es nicht und vergesst es auch nicht, was eure Kinder angeht. Ich sag mal, Vorsorge ist immer besser. Deswegen, von mir aus schenkt auch in der Weihnachtszeit ein paar Lümmeltüten. Warum nicht? Schön bunt. Why not? Ihr hört es, mein Vorspann geht los. Ich bin kurz vorm Programm. Deswegen halte ich mich an dieser Stelle auch kurz. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, vor allen Dingen Liebe. Aber mit Lümmeltüte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, macht's gut.